Was du tun kannst, wenn du dich mal, ja, wieder ein bisschen depressiv fühlst oder die Gefühle in die Richtung gehen, wenn du keinen Bock hast, um es mal so auszudrücken, oder wie man hier im Saarland auch gerne sagt, wenn man die Faxen dick hat. Das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Ganz simpel und einfach, es ist eine Übung, die du dir aneignen kannst und du wirst merken, wie du sofort wieder wacher wirst und wie du wieder Energie tankst. Du stellst dich einfach aufrecht hin. Ich kann es jetzt hier vor der Kamera, da die statisch nur vor mir steht, leider nur so erklären. Du stellst dich aufrecht hin, Rücken ist gerade, Füße sind fest auf dem Boden, sodass du einen guten Kontakt zur Mutter Erde auch hast. Und dann streckst du einfach deine Arme mal nach oben, schaust auch nach oben und verbindest dich mit dem Universum und stellst dir einfach mal vor, wie Energie in Form von einem goldenen Lichtstrahl auf dich herabströmt, wie du diese Energie auch ganz bewusst einatmest, mit dem Einatmen durch deinen Körper hindurchziehst, bis zu den Fußsohlen, von dort aus abgibst an Mutter Erde und umgekehrt von der Erdsonne auch nochmal über deine Fußsohlen Kraft und Energie aufnimmst, durch den Körper hochziehst, nochmal abgibst an das Universum. Wenn du das ein paar Atemzüge gemacht hast, dann fang einfach an, mal ein bisschen zu springen. Und wenn du magst, ich mache das hier jetzt nicht ganz laut, sonst hörst du mich nimmer, fängst du einfach mal an, in die Hände zu klatschen, um ein bisschen zu hüpfen, so wie du das als kleines Kind auch gemacht hast. Und dann wirst du merken, du bringst dich ganz, ganz schnell wieder in eine andere Form, auf ein anderes Energielevel. Probier es aus und ich wünsche dir viel Freude dabei. Die erste Zeit fällt es natürlich auch leichter oder überhaupt fällt das leichter, wenn man natürlich auch allein in einem Raum ist. Aber das dürfte das geringere Thema sein, dass man sich mal zurückzieht in einen Raum und dann ganz für sich selbst mal diese Übung macht. Alles Liebe für dich, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.